Verschwörungsgläubige sind nicht psychisch krank und sind auch nicht verrückt in dem Sinne, sondern es gibt durchaus immer mal wieder Überschneidungen auch von Verschwörungsgläubigkeit und psychologischen Störungsmustern, aber grundsätzlich ist das nicht der Fall. Eine Verschwörungsgläubigkeit ist keine Paranoidität. Bei Paranoidität nehmen Menschen an, dass sie persönlich verfolgt werden. Meistens von Gruppen übrigens auch im nahen Umfeld, Freundeskreise, Arbeitskollegen oder irgendwelche Personen, die sie kennen. Das ist bei Verschwörungstheorien ganz anders. Verschwörungstheorien nehmen die Menschen an, dass nicht nur sie als Individuum verfolgt werden, sondern eine große Anzahl an Menschen, meistens die Mehrheit aus ihrer Sicht, und zwar von einer Elite, die sie eigentlich gar nicht persönlich kennen, die irgendwo im Hintergrund sitzt, die was Dämonisches hat. Daran kann man das ganz gut unterscheiden, ob ein Mensch wirklich an Verschwörungstheorien glaubt oder ob er möglicherweise eine paranoide Persönlichkeitsstörung hat.